Bonsoir, meine Freunde, und ein herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Arc GG. Leider habe ich irgendwie Metallprobleme. Ich habe noch ordentlich Metall zu Hause, aber scheinbar sind meine ganzen Vorkommen, die ich irgendwie mal in der Base hatte, ciao. So, also wir müssen uns jetzt erstmal um einen Dino kümmern, mit dem wir wieder Narcotic farmen können. Vielleicht wäre so eine Schildkröte gar nicht so schlecht, aber am einfachsten wäre natürlich ein Stego. Und ich hoffe, der ist ein bisschen low-levelig, damit das hier nicht so lange dauert. Greifst du mich eiskalt an, du Lappen? Ja, dann musst du jetzt aber auch wirklich mit den Konsequenzen leben, ne? Okay, ich lasse dich mal im Leben hier. Ich habe heute meinen guten Tag. Hallo, Deko! Ich bin schon weiter am Machen. Hallo. Oh. Sag mal, wo hast du dich versteckt? Los, sag mir. Wo hast du dich versteckt? Wo hast du dich versteckt? Sag mal so, ne? Also das Einzige, was mir noch einfällt, ist irgendwie wieder zurück in diese Wanne zu gehen. Oh, geil. Dann werde ich da gleich mal alles abchecken. Also, Muchachos, wir besuchen Deko in der Savanne. Nein, die wollte ich doch gerade zähmen. So eine Scheiße. Welches Level waren die? 30? Nein, 74 wäre saulecker gewesen. Warum sind die so aggressiv? Drecksviecher. Also, plätten. Plätten, sonst werden die mich später noch angreifen. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Obwohl, scheiß drauf. Hier haben wir noch einen Stego. Da haben wir einen Stego und dort hinten haben wir noch einen Stego. Und kein Metall. Leider. Also, wenn wir jetzt erstmal kein Metall finden, nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, es spawnt bald nach. Ah, Level 27 wäre schon lecker. Wenn der jetzt noch ein bisschen lower ist, dann würde ich den natürlich auch mitnehmen. Level 11. Nehmen wir mit. Ich glaube, den blauen Drop muss ich nicht mal mitnehmen, weil der eh scheiße ist. Gut, Rex. Du verziehst dich mal wieder. Ich merke schon. Bleib. Oh. Greift er an? Nee. Super. Weil das Gute ist bei Stegos einfach nur plätten. Greif mich ja nicht an. Hygieni. Greif mich nicht an. Boah, ich dachte schon. Okay, der liegt. Ich brauche nur ein paar Major Berries. Ja, wir haben Major Berries. Jetzt die Frage. Deko war gerade da. Er meinte, er geht wieder zurück in die Savanne. War das jetzt ein Fake-Call oder geht er eiskalt wirklich in die Savanne? Falls er wirklich in die Savanne geht, muss ich natürlich auch aufpassen, weil da ist noch mein Ziegenmann. Und der ist nicht so gut versteckt. Und ich habe noch alle meine PvP-Leben. Das kann dann sich ändern. Aber ich glaube... Warte mal, wo will er sonst hingehen? Da war seine Base. Er wird nicht auf die andere Seite gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Weil er, glaube ich, zu faul ist, seine Dinos über den Fluss zu kriegen. Das heißt, er wird schon auf der Seite bleiben. Dann wird er nicht noch weiter nach oben gehen, also ins Redwood-Biom. Weil ich denke, daher kommen wir und da sind keine Fleischfresser. Deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er in die Savanne geht. Auch wenn es so ein bisschen Fake-Call war, werde ich dort doch nochmal suchen. Aber um zu suchen, brauche ich erst einmal einen schnellen Dino. Einen sehr schnellen Dino. Ich weiß noch nicht, wen ich da raussuchen soll. Was? 153% Pike in dem blauen Job? Real? Finde ich geil. Hätte ich aber nicht gedacht. Aber natürlich, ne? Blaue Färbung, blauer Drop. 153% Damage. Super lecker. Also, da können wir uns nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger, ne? Ihr kennt es. So, Nashorn plätten wir mal eben. Oh, Nashorn wäre geil. So ein High-Level-Nashorn. Die sind fucking schnell, wenn die erstmal im Speed-Modus sind. Aber welches Level warst du? Achso, ich dachte gerade 151 war ja, aber das war ja nicht. Ich habe leider falsch hingeguckt. Ja, ich habe keine Ahnung, welches Level er war. Aber ich brauche jetzt trotzdem erstmal einen schnellen Dino. Ich würde euch gerne fragen, was ihr empfehlen würdet. Aber ich glaube, so ein Berglöwe wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube, so ein Taxi war mit am besten, oder? Aber da muss natürlich auch alles andere stimmen. Dann brauche ich sozusagen meine Stärke nicht im Dino, sondern ich brauche meine Stärke in den Waffen, die ich mit mir führe. Und ihr seht es rechts die ganze Zeit, ne? Es pimmelt hoch, meine XP-Leiste, weil ich in der Base Sachen herstelle.
Und apropos Sachen herstellen, ich glaube, ich brauche wieder Holzkohle, deswegen nehmen wir mal ordentlich Holz mit. Warum habe ich denn so eine Scheiße hier noch dabei? Hier, nimm mal alles mit, was ich hier gerade nicht brauche. Das würde ich gerne behalten hier. Die Metallsichel, aber sonst alles. Ciao, brauchen wir nicht. So, aber noch mehr Holz brauchen wir. 2, 3, 4. Ich nehme auch nochmal mit. Yes! Also, ich fühle mich eigentlich gerade so sicher, dass ich auch in meiner unmittelbaren Umgebung eigentlich alles zerstören würde. Was habe ich denn gerade weggeschmissen? Ich glaube, das habe ich weggeschmissen. Also, ich meine, die ganzen... Ich meine gerade die ganzen Bäume. Die wollte ich eigentlich da lassen, damit man mich nicht ganz so schnell ausmachen kann. Aber, Real Talk, ich denke mal, Deko wird mich jetzt nicht angreifen. Also, es wäre schon... Das wäre aber genau das Richtige, was er machen könnte. Aber er weiß ja nicht, dass ich nichts habe. Nichts. Ich habe einen Dino hier. Aber vielleicht hat Deko auch nichts. Er kann... Ohne Scheiß, da kann ich nur einen Kano und einen Rex haben. Das wäre richtig lächerlich. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Und falls ja, Deko, wenn wir irgendwann mal in einem PvP-Projekt zusammenspielen, dann muss ich dich noch ein bisschen teachen. Also, lecker wäre natürlich jetzt eine Bazooka. Jetzt eine Bazooka finden wäre das Beste. Boah, hier brutzelt aber noch wirklich viel. So, Holz. 700, ziehen wir erstmal alles rüber, Pull. Dann haben wir hier erstmal 400 und dann können wir nämlich die auch nochmal in Gang setzen. Gibt ja auch wieder ein bisschen Kohle, ne? Was mit dem? 200 ist auch noch drin. Lecker, lecker, lecker. Haben wir noch ein bisschen Öl übrig? Dann nehmen wir mal... Ja, das Öl passt. Und nehmen wir mal... Ja, 600 davon. Wir brauchen nämlich wieder ein bisschen Gasolina. Haben wir hier noch ein bisschen Gasolina drin? Nein, leider nicht. Sind wir hier durch? Ja, das heißt, hier brauchen wir wieder ein bisschen Stein. Stein? Ein ganz normaler, simpler Stein. Werkbank Albino Rex, ne? Hauen wir rein. Ist drin und jetzt brauchen wir noch Feuerstein. Haben wir auch drin. Pull und jetzt geht's wieder ab hier. 126. Wie schaut's hier aus? Oh, da brettert's richtig schön durch. Ein bisschen Narkotik können wir irgendwie da gebrauchen. Oh, 128, wobei das auch gar nicht so wenig ist, ne? Lass uns mal ein paar Pfeile herstellen. Ich glaube, 21 sind gar nicht so schlecht. Während das alles fertig geht, gucken wir mal, was wir vielleicht noch so craften und bauen können. Ein Leuchtpunktvisier. Wir könnten natürlich uns noch so eine... Oh, Taucherflossen, stimmt. Will ich haben. Werde ich mir auch noch machen. Eine Ladungslampe zur Waffe umfunktionieren. Ladungslampe, die lähmt und Schaden verursacht. Platzieren und ausgerichtet kann sie einen Bereich frei von Gefahren schaffen. Benötigst Ladungsbatterien. Okay, dafür brauche ich richtig kranken Scheiß. Kriege ich eh nicht zusammen. Ich weiß nicht, was das hier unbedingt wird. Aber es wird auch nochmal sehr interessant. Also, einen Kompositbogen könnten wir uns natürlich noch fertig machen. Aber ich bin eigentlich eher daran interessiert, was anderes zu machen. Automatisch Geschützturm könnten wir natürlich uns auch klar machen. Aber sonst... was wir auf jeden Fall erstmal brauchen, sind Tauchersachen. Also auf jeden Fall brauchen wir die Flossen. Das wäre unter Rüstung, Taucherrüstung. Lecker, oder? Dann sind wir schon mal schneller. Den Scheiß brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir nur die Taucherflossen. Dann sind wir nämlich schön schnell. Geil. Das haben wir. Wieder ausschalten. Habe ich wieder ein wenig verschwendet, denn ich brauche ja noch eine Kantine. Hier. Komm, machen wir direkt zwei. Zwei Kantines stellen wir her. Einfach Sachen herstellen, oder? Wenn ich einfach Sachen herstelle, vielleicht kriege ich dann ja auch nochmal zusätzlich EP. Und das ist, glaube ich, auch so. Und nicht gerade wenig. Wir brauchen also wieder Polymer. Und wir brauchen... Nichts anderes. Also nur Polymer gerade. Ich würde nämlich gerne noch eine zweite Sniper herstellen. Dafür ziehen wir uns aber gleich die Flossen an. Und wir brauchen... Digga! Was ist denn bitte mit dir verkehrt hier? Also...
Ich will jetzt nicht angreifen, weil sonst zerstörst du mir meine Base, aber mach sowas nicht nochmal. Was ich gerne noch haben möchte, ist ein Parasaurus. Ihr fragt euch jetzt so, warum bitte ein Parasaurus? Aber ich glaube, ein Parasaurus wurde damals geschaffen, um Sachen zu transportieren. Eine reicht. Ist sozusagen ein Saurier, den man wirklich als Nutztier nutzen kann. Und das machen wir jetzt mal. Cruisen nochmal zurück. Der Stego sollte da so langsam uns gehören. Unseren Stego haben wir leider verloren. Kacke, nehmen wir mal kurz mit. Und deswegen... Kentin habe ich noch hier, ne? Genau. Also unseren Stego haben wir leider verloren, deswegen züchten wir da hinten hier ein. Und wir werden jetzt einen Parasaurus zähmen, um an leckeres organisches Polymer zu kommen und natürlich auch an Kristall. Da hinten irgendwas? Ne, leider nicht. Aber hier füllen wir erstmal die Kantine auf. Und dann möchte ich eigentlich relativ schnell auch wieder Action haben. Das heißt, ich werde versuchen, Deko durch fortschrittliche Waffen fertig zu machen. Er muss sich jetzt erstmal wieder neu aufbauen. Er wird vielleicht andere Dinos sehen, die sind mir aber scheißegal. Sobald ich meinen Raketenwerfer habe, bombe ich Deko in die Steinzeit. Aber sowas von. Und glaube, da haben wir schon unseren Parasaurus. Nee, aber den nehme ich auch. Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Obwohl, ich habe eigentlich gar keine... Oh, Level 77. Dauert, glaube ich, zu lange. Nee, dauert mir wirklich zu lange. Wir laufen erstmal unten weiter lang. Wir laufen mal hier lang, ja. Oh, nicht sterben. Sollte aber eigentlich gut ausgehen. Ja. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass mein Rex ziemlich high-levelig ist. Also high-levelig. Und ich muss mich dann die ganze Zeit nur um einen Dino kümmern. Das heißt, den können wir die ganze Zeit irgendwie leveln. Looten und leveln mit einem Dino. Deswegen können wir dann richtig schön nach vorne brashen. Und ja. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Crystal, ein bisschen Polymer. Und dann haben wir eigentlich wieder alles, was wir benötigen. Die Frage ist natürlich, so ein Flugdino im Late Game wäre natürlich ganz geil. Ob man dann nochmal eine Regelanpassung macht und sagt, okay, am Anfang kein Flugdino haben ist ganz geil, aber irgendwann gegen Ende wäre es doch eigentlich ganz ratsam, weil bevor man sich jetzt wieder 8 Jahre lang sucht, kann man so ein bisschen überfliegen. Aber ich glaube nicht, dass Deko da ein Freund von ist. Level 79 finde ich ein bisschen krass, aber Jatzi, machen wir. Ich habe, glaube ich, gefühlt seit 8000 Jahren kein Parasaurus mehr gezähmt. Ich weiß nicht, was so ein Level 79er braucht, aber er liegt schon mal. Das ist schon mal sehr gut. So, weg. Na, 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 na. Na, 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 na. Major Berries haben wir noch keinen? Oh, ist aber schwach. 2 Major Berries. Ja. Also, wenn DQ gleich vorbeifährt, ne, dann muss ich echt sagen, Respekt, Mann, dass du so dicke Eier hast und mich hier weghaust. Aber es sieht gerade ganz gut aus. Alter, was geht denn da hinten bitte ab hier? Der Arme. Der arme Para. Alter, wird richtig zerstört. Und da ist er down. Gut. Wir schauen jetzt hier mal kurz rein. Der verliert gar nicht so langsam, ne? Müssen wir mal festhalten. 4% aber ist in Ordnung. Ich glaube, ich muss einmal dahin gehen, um ihn wieder zu beladen. Mit einer Hand kann man auch abernten. Das ist schon mal super. So ein paar Major Berries wären doch ganz lecker. Jetzt nicht die Welt, aber so ein paar. Komm. Ja. Keine mehr. Ja, eine Major Berry. Vielleicht reicht das ja. Also irgendwo, wo diese Arena war. Irgendwo dort hinten. Dort soll es wohl Kristall geben. Muchachos, ich habe mir nämlich noch ein anderes Video angeschaut. Und eigentlich war ja immer 90-90 das Ding. Aber ich glaube, ich habe das nur nie gesehen, weil es unter Wasser sein soll. Irgendwo hier unter Wasser soll es wohl Kristall geben. Die Frage ist jetzt nur, wo? Also das Gute ist, ich habe ja schon mal meine Taucherflossen. War das hier? Könnte das hier sein? Dort haben wir schon mal Öl. Ach komm. Einfach mal Taucherflossen. Gib ihn. Ja. Ein bisschen schneller sind wir, ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so viel schneller bin, aber ein bisschen schneller.
Es würde auf jeden Fall reichen, um hier ein bisschen Öl zu farmen. Oh ja. Lecker, lecker, meine Freunde. Ja, schmackhaft. Mehr Öl. Alter. Okay. Das ist eine Höhle. Da will ich auf gar keinen Fall rein. Erstmal wieder nach oben ein bisschen Sauerstoff schnappen. Kann ich hier was essen? Essen kann ich nicht. Schade. Oben chillen. So, Sauerstoff haben wir wieder. Oh, Öl ist natürlich richtig sexy, ne? Aber gar keine Probleme hier. Aber ich glaube, das mit dem Kristall war mal wieder ein Fake-Call. Auf jeden Fall sehe ich hier gerade noch nicht. Aber wir können ordentlich Öl abernten. Auch genauso geil. Muy sexy. Also Öl, gar kein Problem mehr. Gasolina, null Problemo. So, posieren schön. Kurz, ja, kurz stehen. Ja, damit ich wieder Ausdauer regeneriere. Und jetzt muss er nochmal hier hin. Denn hier sollte doch noch Öl sein, ja. Das sind Rochen. Ich weiß nicht, ob die aggressiv sind. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es sieht erstmal ganz gut aus. Stein schmeißen wir gleich weg. Hauptsache, wir haben Öl. Öl ist super leicht. Alles andere können wir wegschmeißen. Oh, obwohl super leicht, ne? Aber 348. Muy lecker. Wir schauen hier nochmal ein bisschen im Wasser, aber... Oh! Oh, mein Gott. Ich krieg Damage. Oh. Okay, geben Sie mir bitte ein bisschen davon. Aber hier haben wir Siliziumperlen. Ne, wer weiß, wann ich die mal gebrauchen kann. Nehmen wir natürlich mit. Oh, die sind, glaube ich, sauschwer, oder? Oh ja. 206 Siliziumperlen. Oh, ist das sexy. Muy sexy. Dann haben wir nur einen Fisch. Aber es sieht doch gar nicht so ungeil aus, ne? So, ein paar Minuten haben wir auch noch. 206 Perlen. 348 Öl. Das Einzige, was wir jetzt noch benötigen, ist Kristall. Denn ich habe wirklich gar keinen Bock. Null Bock, wieder in Richtung, ja, hier, Savanne zu gehen. Schade, schade. Aber das war hier irgendwo am Rand. Da sollte es eigentlich Kristall geben. Aber ich weiß ja nicht mehr genau, wo das war. Oh, oh, greift er mich an? Oh mein Gott, okay, wir hauen ab. Ciao, Rochen. Aber warum ist der jetzt getriggert? Ich habe noch nichts gemacht. Lass mich mal bitte in Ruhe. Dankeschön. So, wir müssen schauen, ob unser Parasaurus wieder ein bisschen Narkotik braucht. Deswegen nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Schauen uns noch mal ein bisschen um. Hier in der Felsspalte. Nein. Dort ganz hinten vielleicht auch nicht. Okay, wir schauen später nochmal nach. Hauptsache ist erstmal... dass wir unseren Parasaurus ranholen. So, wechseln wir einmal wieder. So. Der liegt noch. Liegt denn der alte Para noch? Para noch? Para noch? So, wir bräuchten wieder ein bisschen Narkotik. Brettern wir mal ein bisschen was rein. Und nicht mehr lange. Dann level up, meine Freunde. Aber es geht gerade nicht weiter. Oh mein Gott. Kann er auch sowas essen? Azulberries? 92%! Lecker! So, hier gucken wir nochmal kurz. Hier ein bisschen am Rand. Schauen wir weiter. In der anderen Richtung war es ja leider nicht. Komm, Kristall ist das Einzige, was ich benötige. Danach bin ich wirklich Chefboss-Bosser. Ah, hier haben wir noch ein bisschen oranges Polymer. Das nehmen wir natürlich auch mit. Oh, hier ist die Arena. Hier haben wir... leider unser Ovis verloren. Tut mir im Herzen weh. 104 organisches Polymer. 118. Lecker. Alles andere schmeißen wir natürlich weg. Brauchen wir nicht. Ciao, ciao. Nee, da brauchen wir auch nicht jetzt. Real Talk. Und weiter geht's. Okay, in dieser Richtung scheint auch nicht zu sein. Noch einmal kurz um die Ecke da gucken. Dann muss ich mir das Video nochmal anschauen. Auf jeden Fall war irgendwo in diesem Flussbett
war ein Kristall zu finden. Ah, hier sind wieder Ölsteine. Auch lecker, aber leider kein Kristall. Okay. Vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen. Wer weiß. Auf jeden Fall ist der Parasaurus da. Kristall, glaube ich, brauche ich auch gerade nicht. Brauche ich dann, glaube ich, später für die Bazooka? Wenn überhaupt. Kristall, oh nee, ich brauche auf jeden Fall Kristall für C4. Und C4 brauche ich wieder eine Menge. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann holen, wenn es soweit ist. Ein bisschen Öl schnabulieren wir uns noch. Und dann machen wir uns eine richtig, richtig schöne C4-Flotte. Das hat nämlich richtig geil Damage gemacht. Ich glaube, 1000 Damage an Strukturen noch mehr. Das hat seine Base ja sowas von zerstört, aber richtig. Das war schon ziemlich lecker. Stolperfallen. Stolperfallen mache ich diesmal auch, wenn ich Kristall habe, wirklich sehr, sehr viel. Einige. Weil ich ja so einfach seine Base finden muss. Und habe dann vielleicht sogar schon einen Safe-Tod. Ich muss ja wirklich nur seine Base finden. Vollklatschen mit diesen Sprengfallen. Und dann gehe ich da drauf wie ein Verrückter. Mit Shotgun, mit... Keine Ahnung, was ich da alles reinbrettern werde. Auf jeden Fall einiges. So, Parasaurus ist unser. Was hast du denn so für Gewicht? 700 Gewicht? Ich sag's euch, dafür sind sie geschaffen. Die sind grandios. Das kriegst du auch nochmal mit. Das hier, das hier, das hier. Jetzt wirklich nur schade, dass ich Kristall nicht gefunden habe. Aber wie gesagt, so weit sind wir auch noch gar nicht. Wir brauchen ordentlich Ressourcen. Wir brauchen Kristall später für die Stolperfalle. Jetzt heißt es aber erstmal in der nächsten Folge einen schnellen Dino zähmen. Ich weiß auch nicht welchen. Den Stego haben wir wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch gezähmt. Wir brauchen noch einige Level. Es geht gar nicht weiter, wie ihr seht. Achso, oh, ich dachte, es wäre schon gleich vorbei. Aber ich habe ja noch ein paar Minuten. Oh, dann ist ja noch sehr gut. Also, ich muss auf jeden Fall XP kriegen. Vielleicht muss ich einfach mal rumrennen mit dem T-Rex. Dinos umbringen. Nebenbei ordentlich Sachen craften. Wir testen das gleich nochmal, ob wir mit so einem Sniper oder mit einer anderen Waffe nochmal richtig schön XP klar machen können. Hier haben wir ja die Werte. 310.000. Ja, 310.000. Was bringt denn... Parasaurus, ich bitte dich hier. Was bringt denn so eine Sniper? Wenn die richtig viel bringt, dann werden wir gleich noch eine dritte vielleicht herstellen. Aber eine vierte wird es dann nicht mehr geben. Weil ich habe nicht mehr so viel Metall, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, wir können aber endlich mal wieder was essen. So, wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ich muss jetzt schon sagen, der Parasaurus gefällt mir nicht ganz so gut. Er ist relativ lahm. Aber dafür kann er ordentlich Gewicht mitnehmen. Und wenn wir schon mal dabei sind, come on, nehmen wir noch mal ein bisschen Holz mit. Bist du overweight fast? Im Leben nicht. Der kann hier den ganzen Wald mitnehmen. Sehr gut. Ja, Eieiei, das ist aber ein krasser Baum hier. Digga, was ist das für ein Baum? Gibt der eiskalt 1000? Digga, der Baum gibt eiskalt 1000 Holz. Ja. Bist du overweight? Immer noch nicht. Geil. 1000 Holz haben wir schon mal dabei. Ein bisschen Stroh können wir noch reinhämmern. Und dann war es das aber auch schon wieder. Dann ist er auch so langsam auch mal komplett voll geballert. So, ab geht's. Komm, Para. Dich können wir direkt mal... dich nennen wir Schleppi. Weil du immer so viele schwere Sachen schleppen musst. Deswegen Schleppi, es tut mir leid. Aber du bist Schleppi. Die ganzen Biber sind mir wieder wohlgesonnen, nachdem ich, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen was gestohlen habe. Wo, den könnte ich ja nochmal auslernen, ne? Ja, das war der. Ich hoffe, die greifen meinen Parasaurus jetzt nicht an. Oh oh. Falls ja, muss ich da gleich nochmal ein bisschen reinstrunzen. Ich habe jetzt ja einen 150-prozentigen Speer. Der war sehr geil. Guck mal her, mal Parasaurus hier. So, also. Und... Best Case wäre, wenn so langsam... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe leider nichts anderes dabei. Ja, genau. Hämmer mit, Parasaurus. Hämmer mit. Ja. Rauf, 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 rauf. Jawohl, die machen wir platt. Oder? Ja, kriegen wir hin. Geil, Alter. Parasaurus, kriegst du erst so ein paar Level, oder? Oder? Der ist auch fast gestorben. Eieiei, der hat schon ordentlich kassiert. Komm, Parasaurus, lass uns mal hier am Rand lang gehen. Drecksviecher, diese Hyänen, ohne Scheiß. Aber da hinten sollten wir wieder safe sein. Da
Da kämpft ein Mammut gerade noch gegen jeden. Aber deswegen gehen wir hier schön außen rum. So, meine Freunde. Parasaurus haben wir. Ordentlich Ressourcen sind am Start. Und jetzt müssen wir die natürlich noch irgendwie alle umknallen in XP-Punkte. Weil das ist wirklich das Einzige, was ich gerade en masse brauche. Wir schauen nochmal kurz. Waffen, Schusswaffen, ballern wir rein. Wir haben jetzt gerade 316.000. Und wie viel wird's? 63.000, 316.000 wird zu 5.000. Wohl, warte mal, was laber ich da? 16 bis, das sind 7.000. Muchachos, ich glaube, wir müssen jetzt einfach so eine Waffenproduktion starten. Natürlich auch mit den ganzen Gunpowder müssen wir Munition herstellen. Das bringt auch nochmal richtig schön Level. Deswegen werde ich natürlich noch ordentlich mehr Kohle brauchen. Deswegen in der nächsten Folge werden wir noch ein paar Lagerfeuer herstellen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, dann reingehauen.